Herzlich willkommen bei Auch ohne dich glücklich, ihr Lieben. Mein Name ist Oksana Fayadu. Ich bin systemische und psychologische Beraterin, Soziologin und Seminartrainerin. In diesem Video möchte ich euch ein kurzes Update über meine Arbeit, auch so ein bisschen mein Leben und die nächsten Schritte geben. Ihr habt bestimmt auch schon gemerkt, dass mein letztes Video jetzt ungefähr schon einen Monat her ist und es hatte auch gute Gründe, warum. Ich gehe gleich darauf ein. Bevor aber wir überhaupt loslegen damit, möchte ich euch ganz herzlich zum nächsten Termin einladen, den ich jetzt schon lange auf dem To-Do-Zettel stehen habe. Mein To-Do-Zettel ist wirklich, also das sind hunderte Punkte drauf. Auf jeden Fall werde ich jetzt eine Q&A-Live-Session auf YouTube geben, live am Mittwoch, den 10. August 2022 um 18 Uhr. Deutsche Zeit, versteht sich, lade ich euch alle ganz, ganz herzlich dazu ein, hier auf YouTube zuzuschalten und bringt alle eure Fragen, eure Kommentare mit und schickt mir gerne auch eure Fragen per E-Mail vorher zu. Vielleicht kann ich dann darauf eher im Detail eingehen. Und zwar unter auch ohne dich at eclipso.de. Die Q&A Live Session wird nicht nur so ablaufen, dass ich einfach nur rede, sondern es wird auch ein bisschen was Interaktives geben. Das heißt, es wäre schon gut, dass ihr live dabei seid und live da mitmachen könnt. Aber natürlich wird das Video auch nachher auf YouTube zur Verfügung stehen. Dazu muss ich gleich sagen, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es mir angeguckt, wie das geht, aber ich habe es noch nie gemacht. Ich bin jetzt technisch auch nicht so die Versierteste, muss ich sagen. Ich mache das hier alles komplett alleine. Die ganzen Videoschnitte, Webseite, die ganzen Beratungen, Buchungen, was auch immer. Ich mache das alles komplett alleine und habe mir das alles selbst so ein bisschen angeeignet und habe bisher noch keine richtige vertrauensvolle Hilfe bekommen. Oder gefunden, was heißt bekommen? Gefunden. Das heißt, es kann sein, dass dieses... Ich hoffe nicht, aber es kann sein, dass die Live-Session vielleicht irgendwie technisch hackt oder so. Verzweifelt, dann bitte nicht, helft mir dann entweder irgendwie per WhatsApp, dass jemand mir mal Hinweise gibt, was ich da machen soll. Oder wartet einfach noch mal ein bisschen und es müsste dann hoffentlich klappen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also, ich freue mich sehr auf diese Q&A Live-Session. Die ist jetzt auch schon mehrmals angefragt worden und die habe ich jetzt schon seit langem vor. Schauen wir mal, wie es läuft und es sollte spannend werden. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Was habe ich überhaupt in der Zwischenzeit, in diesem einen Monat so richtig gemacht? Sehr viel. Ich muss als erstes euch sagen, das ist mein echter Beruf. Ich bin nicht YouTuberin, ich bin tatsächlich psychologische Beraterin. Ich habe auch einige Ausbildungen in dem Bereich gemacht und bilde mich jetzt gerade auch wieder weiter. Jetzt bilde ich mich gerade zur Paarberaterin weiter. Also alles im gleichen Thema, alles gehört dazu. Ich gehe nicht weg, ich bleibe hier, das ist alles erst der Anfang. Ich bilde mich aber weiter und natürlich gehe ich auch persönlich durch verschiedene emotionale Erfahrungen, durch die ich dann auch durchgehen muss. Und die verarbeite ich dann und bin dann manchmal auch nicht in der Lage, einfach immer da zu sein und dann ja, Videos quasi perfekt zu drehen und alles schön perfekt in Worte zu fassen. Deswegen braucht es manchmal auch ein bisschen Zeit, bis etwas in mir ausgereift ist, bis ich dann die Inspiration dazu habe, wie ich was euch dann sage. Leider habe ich viel mehr Input und viel mehr Inspiration, als dass ich an Zeit zur Verfügung stehen habe. Deswegen dauert das halt alles ein bisschen länger. Ich arbeite aktuell an einem Online-Kurs für euch, mache das alles auch komplett alleine, das dauert alles ewig, besonders wegen den ganzen technischen Sachen. Aber auch weil ich sehr viel Wert auf qualitativen Inhalt lege. Wie gesagt, ich bin nicht YouTuberin, die einfach nur, ich weiß nicht, ich mache das nicht wegen den Videos. Ich bin auf YouTube, damit ihr mich bezüglich dem Thema finden könnt. Aber das ist halt nicht meine Hauptkonzentration, mein Hauptpunkt, auf dem ich mich konzentrieren will. Mein Hauptpunkt ist die qualitativ hochwertige Beratung eigentlich. Und da stecke ich sehr viel Energie und das sieht man natürlich alles im Hintergrund so jetzt nicht. Aber ich arbeite an einem Online-Kurs, den will ich richtig gut, richtig hochwertig für euch gestalten und besonders auch so, dass es euch auch was bringt. Gleichzeitig schreibe ich auch noch ein Buch, also was auch noch dauern wird. Und last but not least, ich biete ja auch persönliche Beratungen an. Und das nimmt natürlich auch sehr viel Zeit und Energie in Anspruch, den ich sehr, sehr gerne gebe. Ich liebe meinen Job, ich liebe es, euch zu helfen, euch zu beraten. Ihr inspiriert mich. Ich liebe es, Fortschritte bei meinen Kunden und Kundinnen zu beobachten. Und ich nehme mir da auch sehr viel Zeit für.
Das heißt also, eine Einzelberatung dauert bei mir derzeit in der Regel 1,5 Stunden, wobei ich merke, dass ich das wahrscheinlich auf 2 Stunden jetzt ausweiten werde. Ich muss mir generell nochmal Gedanken darüber machen, wie ich die ganzen Einzelberatungen und so jetzt in der Zukunft gestalten werde. Aber ich werde das wahrscheinlich auch noch mehr ausweiten, weil ich merke, wir brauchen diese Zeit und wir gehen in den Beratungen, also ich gehe auf den Kunden wirklich rundherum ein. Es gibt einen Vorbereitungsbogen für den Kunden, den ich mir natürlich selbst vorher detailliert durchlese, ausarbeite, mir Gedanken darüber mache. Ich schicke den Kunden zwischen den Sessions, wenn sie mehrere Beratungssessions buchen, dann auch noch Arbeitsblätter zu, die ich auch selbst alles komplett ausarbeite. Also die Qualität ist mir wichtig. Das ist mein echter Job. Das ist nur, das ist mein einziger Job. Das ist das, was ich mache. Es ist nicht mein Nebenjob, das ist nicht mein Hobby. Ich bin tatsächlich psychologische Beraterin von Beruf und deswegen dauert es manchmal einfach, bis ich ja hier auf YouTube quasi öffentlich auftauchen kann. Deswegen denkt ja nicht, dass ich weg bin oder dass ich gerade keine Lust habe oder so. Im Gegenteil, es ist viel am Kommen. Ich werde nicht weggehen. Ich werde für euch nur noch besser und besser. Die Beratungen werden teilweise wirklich besser und besser, jedes Mal, wie ich das auch beobachten kann. Und auch der Online-Kurs und auch das Buch, sie werden auch sehr, sehr gut werden. Also, persönlich kann ich noch sagen, leider arbeite ich nur Teilzeit. Es ist zwar meine Haupttätigkeit, aber ich kann nur Teilzeit zur Verfügung stehen, quasi meinen Job, weil ich einen kleinen Sohn habe. Ich habe einen Sohn, einen 4-jährigen Sohn, der natürlich auch seine Mama braucht. Und jetzt im Sommer hatte er auch Schulferien. Da konnte ich echt nichts machen. Es ist nämlich auch viel Konzentrationsarbeit und ich brauche meine Ruhe. Und das ist auch sehr viel kreativ. Also deswegen hat es auch jetzt einen Monat lang hier auf YouTube eine Pause gegeben, weil ich mich auf meinen Sohn konzentrieren musste einfach. Und jetzt ist er aber wieder in der Schule, im Kindergarten, ist alles wieder wunderbar. Wir werden jetzt also weiterhin loslegen. So, und ansonsten, ich hoffe sehr, dass ihr mich bei der ersten Q&A Live-Session begleiten könnt. Bringt eure Fragen mit. Ich freue mich sehr, einige von euch digital kennenzulernen. Das ist immer sehr spannend, wenn ich dann einige von euch in meinen Beratungen sehen kann und wir uns endlich miteinander unterhalten können. Ich fühle mich mit euch sehr verbunden. Ich habe so ein tolles Publikum. Ihr gebt mir sehr viel Kraft, damit weiterzumachen, weil ich auch merke, wie sehr das gebraucht wird, wie sehr mein Ansatz eigentlich auch Menschen hilft und teilweise auch aufrüttelt. Ich habe auch einige Männer, die sich bei mir melden. Ich habe übrigens auch Vermeidende, die sich bei mir melden. Also ich arbeite mit verschiedenen Typen und alles dreht sich um das gleiche Thema, um diese toxischen Beziehungsdynamiken und um die Selbst- und Weiterentwicklung. Also, vielen, vielen Dank euch allen. Liebe Grüße an alle meine Kunden. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und an alle, die mir bei YouTube zuschauen und die mir so liebe E-Mails und Kommentare schicken. Ich bin weiterhin für euch da. Bisschen langsam, wie ich eben erklärt habe. Aber ich gehe nirgendwo weg. Und wir sehen uns am Mittwoch. Ich freue mich.